Moin moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 Roleplay Projekt Fauna Pharma Reloaded. Hier ist euer Commander Keule, hier ist euer Günther Neufeld. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause, auf einer Suche nach einem neuen Job, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Jungs und Mädels, schön, dass ihr mit einschaltet, schön, dass ihr mit dabei seid. Und jetzt sind wir hier einfach mal unterwegs und ich hoffe, dass man hier irgendwo was Tolles findet. Vor allen Dingen erstmal überhaupt was findet, weil bis jetzt bin ich hier nur über irgendwelche ländlichen Felder, Wiesen, Wald und Fluren gefahren. Wäre halt toll, dass man hier überall irgendwo, überhaupt irgendwo mal was findet. Was ist das denn hier? Das ist eine Pine Creek Stores. Ah, das sieht doch interessant aus hier. Warte mal, hier sind Schilder. Hier fahren wir jetzt einfach mal drauf. Hier ist ein Tor offen. Wenn ein Tor offen ist, ist es immer gut. Ist hier auch irgendwo einer? Moin! Moin! Mein Job läuft hier auch auf jeden Fall rum. Hallo! Hallo? Moin moin! Ah! Moin! Moin! Na? Ja, wie schaut's aus? Ganz gut, und selbst? Boah, Sonne scheint, früher Morgen, was willst du mehr, ne? Was treibst du dich denn hier überhaupt hin? Boah, wollte ich dich auch gerade fragen. Ich arbeite hier. Wie, du arbeitest hier? Ja. Oh, der Gabelstapler. Der hat auch keine Augen. Der hätte dich umgemäht, ey. Mann. Ja, wie, du arbeitest hier? Ja, ich mach hier den Land, Maschinenhandel. Ach so. Ja. Okay. Musstest du also auch gehen, oder was? Oder wurdest du auch gegangen, so wie ich? Ja, wenn ich mich nicht irre, sind wir, glaube ich, alle gegangen worden, oder? Weiß ich nicht. Also ich auf jeden Fall. Also ich habe nur noch mit dem Bürgermeister gequatscht und gesagt, pass auf, du kannst das von mir aus allen mitteilen, aber lass mich erst meine Maschine an den Landhandel verkaufen. Gib mir mal eine Stunde Zeit und das hat er gemacht. Ja, dann geht's doch. Dann bin ich nochmal kurz runter und habe gesagt, ich würde meinen Fuhrpark einmal komplett durchtauschen. Mach mir mal einen Preis und holen wir alles ab. Ja. Dann hat er gesagt, mache ich. Das ist noch nicht schlecht. Ja. Ja. Und ja, keine Ahnung. Dann weiß ich nicht. Bin ein bisschen durch die Weltgeschichten gefahren und so. Und jetzt bin ich hier. Ja, ich habe auch erstmal alles weg und dann erstmal ein bisschen Ruhezeit und dann hat es mich hierher verschlagen. So ganz ohne geht auch nicht. Ja, ist auch irgendwie richtig. Aber ist doch schön. Hast du gesagt, keine Lust mehr auf Hof. Jetzt machst du hier, gehst du mal Richtung Maschinen- und Landhandel oder was? Ja, genau. Ein bisschen entspannter, ne? Bisschen entspannter? Ja. Ich weiß ja nicht. Also ich war da ja immer ein bisschen unterwegs, ne? Ja. Also, Doch. Aber man hat nicht mehr ganz so viel Verantwortung, ne, wie auf dem Hof. Das ist halt so. Hier kommt das Geld irgendwie rein, aber auf dem Hof, ja, wenn das da mal nicht richtig läuft, Wetterscheiße und ja, dann hast du, wenn du Pech hast, gar nichts am Ende des Jahres, ne? Ja, das stimmt. Aber... Ja gut, ja, hast du halt auch wieder recht, ne? Hier hast du entspannt, hier kommen die Kunden auf jeden Fall. Ja. Hier kommst du morgens an und gehst abends wieder. Ja, das ist richtig. Brauchst du keine Gedanken machen. Das ist auch richtig. Ja, ist doch schön. Ja. Und wie läuft das, die Chef, bisher? Och, gut, also kann mich nicht beschweren, ne?
Geld kommt, Maschinen gehen, was willst du mehr? Mhm. Ab und zu kommen sie auch mal wieder zum Reparieren oder so. Alles gut hier. Okay. Wie ist das ländliche Dörfchen hier so? Alles ruhig, ruhig und entspannt. Ruhig und entspannt. Bis jetzt ja, jetzt bist du da, jetzt weiß ich nicht, wie es wird. Hallo, was soll das heißen? Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, was ich jetzt hier machen soll, deswegen gucke ich ja gerade so ein bisschen. Ich bin ja ein bisschen, wie soll ich das sagen? Niedergeschlagen, enttäuscht. Warum? Unmotiviert, demotiviert. Das ist, was ich gehört habe. Das ist, was ich gesucht habe. Ach so. Ja. Es fing gerade an zu laufen. Ja. Manchmal ist das so, da kannst du nichts machen, ne? Du bist gerade so an der Spitze des Eisberges angekommen, fast. Und dann sagte ich irgendwer so, ich fahre jetzt mal mit dem Schiff dagegen und dann fällt er wieder runter. Ja, genau. Du weißt doch, erstens kommt es anders und zweitens, als du denkst. Ja, aber ist ja jetzt nicht schlimm. Das Schlimmere ist ja einfach irgendwie erstmal irgendwo wieder was zu finden. Eine Heimat, ein Zuhause. Ja, das stimmt. Aber hier gibt es ein paar Campingplätze, da kannst du dich zur Not. Campingplätze? Oh, wo sind denn die? Ja. Der eine Campingplatz. Ach, siehst du, den kennst du doch auch, ne? Den Dani Reimann. Ja. Ja. Der ist auch hier. Wie, der ist auch hier? Ja, der ist auch hier. Okay. Bei dem, na, vorm Hof, da ist auch ein Campingplatz. Wenn du jetzt hier die Straße, ich weiß ja jetzt nicht, von wo du gekommen bist, aber wenn du jetzt hier vom Hof runterfährst und dann rechts rum, ja, und dann, ich sag mal so nach einem Kilometer oder so ähnlich, auf der linken Seite, da ist ein Campingplatz und dahinter geht's zu ihm auf dem Hof. Dahinter geht's zu ihm auf dem Hof? Ja. Ach was, der hat sich hier schon niederlassen können? Ja. Mhm. Ja, ich weiß ja nicht, für wie viel er seinen ganzen Kram nur losgeworden ist. Und das für hier gereicht hat. Ey, da geht man schon, geht man schon extra ins Ausland und trotzdem trifft man die Leute wieder. Ja, irgendwie war das Angebot für diese Ecke wohl gut. Keine Ahnung. Hat das irgendwas mit Steuern zu tun, oder? Hab ich irgendwas verpasst? Ich dachte mir so, ich verlasse jetzt einfach mal die alte Heimat. Muss mal irgendwo anders hin. Und dann trifft man trotzdem hier wieder Leute, die man kennt. Kennst du das? Ja, das habe ich auch ganz oft mit Urlaub und so. Ja, das kenne ich auch. Da fährst du 1000 Kilometer und auf einmal, ach Mensch, kennst du doch. Klopft dir irgendwer auf die Schulter im Restaurant oder keine Ahnung, im Hotel am besten noch. Am besten noch dasselbe Hotel, noch nicht mal am Strand, sondern einfach am besten im selben Hotel. Unten am Buffet. Klopft dir irgendwer auf die Schulter. Hey, was machst du denn hier? Und du denkst so, what the fuck, ich habe Urlaub und ich treffe irgendwelche Leute, die ich kenne. Ja. Noch viel schlimmer ist es, wenn du dann auch noch Kollegen triffst. Oh, also, nee, hör auf. Alles schon dafür, gehabt. Dafür graut's mehr. Das habe ich noch nicht gehabt. Wenn, dann waren es irgendwelche Freunde oder Bekannte oder so, die man getroffen hat. Nee, auch schon mit einem Kollegen. Nee, noch unterhalten, auf der Arbeit, ja, bald geht's in Urlaub, ja, ich auch bald. Ja, das war's dann erstmal wieder für ein paar Tage. Ja, und dann fährst du in Urlaub. Das Auto kennst du doch? Nee. Aber das ist ja ganz mies, ey. Wenn das nette Kollegen sind, dann geht das. Ja, okay, also wenn es wirklich ein korrekter Kollege ist oder so, mit dem du auch auf Arbeit Spaß hast, dann ist das wirklich was anderes. Aber dann, dann wird es ja kritisch, wenn du mit deiner Frau oder Freundin oder was auch immer da im Urlaub bist und die das dann auch noch mitkriegt und du dann am besten noch mit deinem Kollegen mehr Spaß hast als mit ihr. Ja, dann denkst du so, nee, Schatz, kannst ruhig an den Strand, wir beide ziehen los, wir haben ein bisschen Spaß. Ja. Besser als mal in Urlaub und kommst alleine zurück. Ja. Aber habe ich auch noch nicht so selten gehört, dass das so ist, ne? Dann fährst du in Urlaub zu zweit und kommst aber alleine nach Hause, oder? Ja. Ah, gerade so der erste Urlaub zu zweit. Das ist immer so eine. Das kann ja auch in eine Hose gehen. Ja, deswegen habe ich mir was Neues überlegt. Ich habe mir überlegt. Einfach nicht mehr in Urlaub. Nee, ich habe mir überlegt, wenn ich anfange, neue Personen kennenzulernen, also Frauen in dem Fall. Dann schlage ich immer vor, dass man einfach das erste Date irgendwo im Urlaub verbringt.
Oder man verbringt hier vielleicht ein, zwei Dates, aber dann auch direkt einen Urlaub zusammen macht. Um einfach zu sehen, so, funktioniert das, funktioniert. Ja gut, das Geld ist nachher natürlich ein, habe ich halt nur einmal im Jahr ein Date, ist auch okay. Okay, ja, nur gut. oder du machst es einfach hier wie bei dieser komischen Sendung, wo der Typ so 12 oder 11 Frauen hat, die er dir dann aussuchen kannst, machst du es einfach einen auf den. Ja. Du sagst einfach zu jeder, die du kennenlernst, und nimmst dir so einen Zeitraum X, ne, jetzt zum Beispiel August, sagst du, fange ich an zu daten bis Februar, März oder so, und mit allen verabredest du dich im Juni zum Urlaub. Ja, aber ich glaube, dann kommst du mit gar keiner zurück. Und dann kommen alle, sagst du, okay, ja, aber zusammenfliegen, ne? Jeder, musst du halt sagen, so, jeder buchte mal deinen Flug und so, vielleicht haben wir ja denselben, gucken wir mal. Lass uns dann vor Ort am besten die Zeit verbringen. Ja, genau. So, sagst auch gar nicht, in welchem Hotel du bist. Und dann triffst du einfach die Damen dort im Urlaub. Jeden Tag eine andere. Dann guckst du mal, wie es läuft. Ja, dann, ich glaube, dann kommst du mit zwei blauen Augen nach Hause und... Oder du spielst einfach mit offenen Karten und sagst, ey, pass auf, ich habe jetzt schon 2, 3, 5 andere gedatet und die kommen auch alle mit hin, die sind damit einverstanden. Ich habe mit denen offen ehrlich drüber geredet, mit dir rede ich auch offen ehrlich drüber. Wenn du Bock hast, verbringen wir da mit 13 Leuten Urlaub, machen einen hier auf diese Sendung, ich komme gerade auf den Namen nicht, und nachher gucken wir einfach mal, wer von euch am besten zu mir passt. Vielleicht ist das ja auch so ein, also, ne? Kann gut gehen, muss aber nicht. Ja gut, wenn sie keinen Bock drauf hat, hat sie keinen Bock, aber ich glaube, man findet locker mal 5, 6, die Bock drauf hätten. Ja, das könnte wohl passieren, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Sagst du noch so als Obolus, diejenige, die es nachher schafft, mein Herz zu erobern, für die bezahle ich halt den Urlaub rückwirkend komplett, die kriegt ihr Geld wieder, alles gut. Ja. Ja, dann strengen sie sich wenigstens noch an, oder? Da hast du recht. Wäre das eine Idee, meinst du? Ich muss mal kurz telefonieren gehen, warte mal. vielleicht, also, weiß ich nicht, meinst du, das sollen wir mal ausprobieren? Ja. Machen wir zusammen in Urlaub? Bringt jeder 5 mit. Bringt jeder 5 mit. Ah, das wäre natürlich. Und wenn die keinen Bock auf dich haben, vielleicht haben sie ja Bock auf mich. Ja, genau. Dann tauschen wir einfach. Die Chancen sind gleich größer. Sag ich hier, nee, irgendwie klappt das mit uns beiden nicht. Hier, geh mal zu ihm, vielleicht klappt's da. Genau, so machen wir das. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Ich würde sagen, August ist jetzt eine blöde Zeit. September, da könnten wir vielleicht mal eine Woche weg. Ja, könnte man auch machen. Das klingt gut. Ich fange jetzt einfach direkt an zu daten. Ich guck mal, vielleicht kennst du ja hier schon eine Frau, die man voll quatschen kann oder so. Zu Not auf dem Campingplatz, ne? Oh, stimmt, ja. Wo war der nochmal? Hier, du sagst rechts raus und dann einen Kilometer runter? Ja, genau, so einen groben Kilometer. Ja, dann fahre ich da mal. Ich fahr da mal gucken. Ja, das mach mal. Alles klar, wir hören uns mal besser. Achso, kann man hier eigentlich auch wieder nach vorne, ja, ne? Ja, kannst du durch den Laden gehen. Okay, super, dann mache ich das. Dann brauche ich nicht hier einmal um den ganzen Pudding wieder laufen. Nee. Übrigens hast du da Kundschaft. Ich glaube, der weiß nicht so recht, was er sucht. Nee, der sortiert ja alles ein bisschen. Ach, der sortiert? Ja, das ist ein Minijobber. Warte, dann hole ich hier mal ein paar Schrauben raus hier und lass die hier mal fallen. Huch, Entschuldigung, Wiedersehen. Ja, pass auf, dass der dir nicht einen an den Moppen gibt hier. Der hat er ja gar nicht gesehen. Ja, ich werde es ihm sagen. Hey! Mach doch jetzt nicht diesen. Dachte, du magst mich. Ja. Gut. Ja, ich guck mal, ob ich den Campingplatz finde und mich da niederlasse oder so. Ja, ach. So schwer ist das nicht zu finden. Jo, alles klärchen. Wir sehen uns, wir hören uns mal besser. Alles klar. Eingehauen. Mach's gut, die. Ciao, ciao. Spaß. Danke. Geil, da fliegst du hier tausende Meilen in Urlaub. Erst so tausende Meilen und dann triffst du die alten Bekannten. Das ist ja wilde Nummer. Huch, jetzt wäre ich hier fast gegen das Tor gefahren. So. Halt rechts runter und dann Kilometer. Ja, dann gucken wir einfach mal. Ja, ja. Schlimm. Aber schön. Schön ist es hier auch. Muss ich sagen. Also so schlecht gefällt es mir hier jetzt wirklich nicht.
So schlecht gefällt es mir hier wirklich nicht. Richtig schön hier. Ländlich. Ach, guck, meine Mühle. Auch nicht schlecht. Würde ich mich auch niederlassen. Bin mir auch bevor. Ecke. Ja Mensch, da triffst du ja alte Bekannte. Das ist doch schön. Aber hier stehen schon mal Wohnmobile. Aber hier ist es glaube ich auch nicht. Scheiße, was ist das denn? Was ist denn hier? Hallo? Auf der falschen Seite gefahren. Oder zählt hier auf der links kein Linksfahrgebot. Ah, hier ist der Campingplatz. Ja, geil. Kann man sich ja sogar niederlassen hier. Herrlich. Wunderbar. Der sieht doch gut aus. So. Können wir unser Zelt hier auch noch dazu stellen? Was ist das denn? Hallo? Hallo. Hallo. Hallöchen. Na? Wie geht's? Gut und selber? Ich kann nicht klagen. Ich habe schon gehört, dass ihr hier oben seid. Ja, wir sind gerade dabei, uns ein bisschen hier einzurichten. Einrichten? Das ist ja schön. Seid ihr also auch gegangen worden, habe ich gehört. Genau. Ja, wir wurden von der Gemeinde gezwungen. Warte mal, wo ist der? Wer? Was? Also Bauchreden oder was? Nee, also ich habe keinen Bauch. Ich weiß nicht, wo die Stimme herkommt. Ah. Ich glaube, das könnte die andere Stimme gewesen sein. Moin. Ah, hallo. Hallo. Na, Herr Reimann? Na, wie geht's? Ganz gut. War gerade unten schon beim Landhandel. So. Das ist das erste, wo ich dran vorbeigedüst bin und gedacht habe, hier halte ich mal an. Ja. Der hat mir erzählt, dass du auch hier rumdümpelst. Hab den Hof hier übernommen. Ja, nicht schlecht. Hast du gesagt, das hat dir ja gereicht, was du da an Entschädigung gekriegt hast, an Money oder was? Genau. Ja, und warum kommst du dann hier in irgendeine Gegend, wo ich gerade rund bin? Tja. Hab eben schon zu Georg gesagt, ich sag so, kennst du das? Du fliegst tausende Meilen in Urlaub und dann im Hotel klopft dir irgendwer auf die Schulter und sagt, hey, wie geht's dir? Ja. Genau so ein Ding ist das hier. Nee, der hat mir erzählt, dass ihr hier seid und dass hier ein Campingplatz ist, wo ich erstmal übernachten könnte. Ja. Wenn es dann irgendwann mal soweit ist. Dann bin ich hier hochgedüst und dachte mir so, ich guck mir das Ganze hier mal an. Aber sieht ja ganz schick aus. Ja. Ja. Das haben wir uns auch so gedacht. Der kleine Campingplatz war unseren Hof mit dran. Ja, ist auf jeden Fall schick. Mensch, und schon eingelebt oder eher nicht so? Frei bei uns im Haus. Wie bitte? Haben wir für hier Günther nicht ein Zimmerchen frei? Wie er möchte, er kann hier auf dem Campingplatz, aber er kann bei uns auch im Wohnhaus schlafen. Aber ich will euch keine Umstände machen. Nee, machst du nicht. Sicher? Sicher. Ja, dann kann ich auch mit ins Wohnhaus kommen. Das ist auch viel schöner. Meinst du? Ja, als hier auf dem Fußboden zu schlafen. Ja, wenn, dann habe ich ja eine Luftmatratze, ne? Ja, aber ein Bett ist doch schöner, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, ja, ein Bett ist ja schöner als eine Matratze, so eine Luftmatratze. Eben. Ja, okay. Ja, können wir gerne machen. Also das Angebot würde ich sogar annehmen. Ja. Gar kein Problem. Ich würde halt nur nochmal gucken, dass ich hier irgendwo einen Job finde und dann, ja, würde ich heute Abend einfach wieder zu euch stoßen. Irgendwann. Ja, kein Problem. Ja? Ja. Gut. Dann soll ich meinen Anhänger irgendwo...
auf dem Hof oder kann der hier auf der Wiese stehen bleiben? Okay, dann suche ich einfach mal ein Plätzchen dafür und dann kriegen wir das hin. Genau. Ja, genau, so machen wir das. Alles klar, top. Dann freut's mich. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall für dieses Angebot und die Einladung. Ja, bitte. Gerne. Ja, wisst ihr, wo hier irgendwo ein Landhandel, sag ich schon, da war ich ja eben gerade, ein Lohndienst oder sowas ist? Ja. Wir sind auch erst, sagen wir, gestern angekommen, wir sind auch relativ frisch. Okay, oben also... bei der 45. Okay, ja, werde ich schon finden. Dann schaue ich da mal, ob da irgendwas ist. Und zur Not, ich fahre einfach durch die Gegend. Irgendwann werde ich schon irgendwas finden. Ja. Ach, der Vogel ist auch hier. Wie, der Vogel ist auch hier? Der ist auch hier genau. Ja, nee, dann nehme ich jetzt wieder den Flieger. Hä? Dann nehme ich den Flieger, dann fahre ich wieder zum Flughafen. Ja. Lass mein Auto hier stehen, nochmal mit der Fähre tue ich mir nicht an. Okay. Dann verkaufe ich mein Auto und nehme Flieger so schnell, dass ich hier wegkomme. Ach ja, je. Nee, cool, der ist auch hier. Ja. Wo treibt der sich rum? Der ist auf dem anderen Hof. Auf wo Orange. Ja, genau. Bei der 109 da oben. Ach, weiter im Norden dann, oder was? Ja. Ah, okay. Ja, dann weiß ich ja, wo ich mich erstmal nicht rumtreibe. Ja, alles gut. Dann weiß ich erstmal Bescheid. Ja. Okay, dann stelle ich den Anhänger irgendwo auf den Hof und dann düse ich mal durch die Gegend und guck mich mal ein bisschen um. Mach das. Dann bleib gesund, ne, und fahrt vorsichtig mit euren Maschinchen hier. Ja. Alles klar, ja. Bis später. Bis später. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Mensch. Dann haben wir die... Das ist ja schön hier. Cool. Ich dachte schon, ich muss echt auf einer Matratze oder so schlafen, aber wenn die mich hier einladen auf ihren Hof, dann ist doch super. Dann ist doch super. Aber ich guck mal. Ich hält ihn einfach hier vorne ab. Die Garage, guck mal, ich stell den hier einfach auf die Wiese. Super Sache. So, halt ein bisschen abtüdeln hier. Hochkurneln. Und dann bleibt er hier erstmal stehen. Ja, Jungs und Mädels, das war so das Ankommen in einer eventuellen neuen Heimat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen raus, Abo raus, schaltet gerne zur nächsten Folge ein. Küsschen aufs Nüsschen, Liebe geht raus. Und schreibt wie immer was in die Kommentare. Haut rein, euer Günther Neufeld, euer Commander Keule. Tschö mit Ö!